Powered by TBF, Global Asset Management. Am heutigen Spieltag war der ATSV Mutschelbach zu Gast bei der Talwiese. Der Aufsteiger zuletzt 2 Siege und 1 Unentschieden geholt. Und daher war einiges geboten heute auf der Talwiese mit dem Aufsteiger und Gefahr gedroht. Die erste Chance hatte aber Riedersing nach gut 3 Minuten. Nata Malonga kommt durch, aber der Torhüter der Gäste war zur Stelle. Auch die Ecke im Anschluss kommt hier rein, wird verlängert und hinten Obert kriegt keinen wirklichen Druck auf den Ball und geht rüber. In der 13. Minute dann mal eine Chance für die Gäste. Über die Außenbahn kommt der Ball scharf nach innen, segelt aber durch den kompletten Strafraum, findet keinen Abnehmer. Von der rechten Seite dann erneut die Hereingabe, aber das gleiche Ergebnis. Und somit waren die Gäste jetzt voll im Spiel. Hier nochmal schön zu sehen, lässt den Riedersinger Spieler Almeida stehen, bringt die Flanke rein, zu lang. Und die weitere Hereingabe von der rechten Seite segelt über den Stürmer hinweg. In der 19. Minute ist unser Torhüter dann mal vollstens gefordert. Nach einer Verlängerung per Kopf kommt der Mutschelbacher Spieler frei vor dem Tor zum Abschluss. Aber Tolino ist gerade noch mit den Fingerspitzen dran und kann den Ball am Tor vorbeilenken. Riesenmöglichkeit für die Gäste. Und es geht weiter Richtung Riedersinger Tor. Die nächste Möglichkeit kommt rein per Kopf und da ist schon wieder Tolino zur Stelle und kann den Ball erneut klären. Was eine Riesenchance und was für eine Reaktion von Tolino. Unglaublich, dass er diesen Ball noch zur Ecke klären kann. Und dann war Halbzeit und Riedersing war gefordert, da etwas draufzulegen, denn so wie in der ersten Halbzeit kann es nicht weitergehen. Aber in der zweiten Halbzeit spielte wieder Mutschelbach von Anfang an mit Druck nach vorne, Doppelchance, Dreifachchance und irgendwie ist der Ball dann doch noch von Riedersing geklärt worden. Unglaubliche Chance für Mutschelbach. Jetzt nochmal in der Wiederholung schön zu sehen, der Ball kommt von außen rein, der erste Schuss geht an die Latte, Nachschuss Tolino und dann nochmal der dritte Schuss wird irgendwie geblockt. Unglaublich, was die Talwiesenelf da abwehrt. Dann ist das Spiel schon Richtung Ende unterwegs. In der 90. Minute nochmal Adrovic mit einer Chance auf den Torhüter. Hat Platz, setzt sich hier nochmal in der Wiederholung zu sehen gut vorbei und zieht rein. Aber da war Dominik Bleich vom Mutschelbach zur Stelle. Am Ende ist hier wohl Tolino der Matchwinner, kann Riedersing einen wichtigen Punkt gegen einen sehr starken Aufsteiger sichern und am Mittwoch geht es schon im Pokal weiter gegen den FC Augen.